Bundeskanzler Olaf Scholz hat angesichts der landwirtschaftlichen Proteste in Deutschland zu Maß und Mitte aufgerufen. In einer Videobotschaft warnte er vor einem toxischen Gemisch und kritisierte Gewaltaufrufe und persönliche Bedrohungen. Scholz stellte fest, dass die Regierung die Argumente der Landwirte berücksichtigt und nach Lösungen sucht. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mischte sich in die Diskussion ein und forderte die Bundesregierung auf, direkte Gespräche mit den Bauern zu führen. Er plädierte für mehr Präsenz im ländlichen Raum und empfahl der Politik, die Hauptstadt öfter zu verlassen. Bei den Protesten der Landwirte gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung werden am Montag Tausende in Berlin erwartet. Die Landwirte fordern die vollständige Rücknahme der Kürzungen.